Servus, liebe YouTube-Gemeinde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Oder es ist der Schluss vom Video, das wissen wir eigentlich gar nicht. Nadja, weißt das du? Ist das der Schluss oder der Anfang? Werden wir sehen. Okay, ich hoffe, dieses Projekt hat euch gut gefallen. Es ging hoffentlich um Holz, denn wir wissen, Nadja, um was geht es genau in diesem Projekt? Das werden wir sehen. Okay, dann sagen wir Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Und falls das nicht der Schluss des Videos ist und es sollte der Anfang sein, dann sagen wir, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallo, schaut zu jetzt beim Video oder dreht ab, weil es aus ist. Keine Ahnung. Hier. Da werde ich Leim hineingeben, auch hier, hier auch, wo es so locker aussieht. Auch das werde ich mit BU-Leim machen, das vereinfacht die Arbeit sehr. Diese Luft wird gleich aufgefüllt mit dem BU-Leim und ein bisschen Windschiff ist es auch. Jetzt habe ich aber keine kleinen Zwingen mehr, jetzt müssen wir das Fach ausspannen. Das Fach ist schon mehr als trocken. Zwinge gleich mitgeleimt. Kontrolle, ob es hält. Es hält. Wenn wir hier schon eine Hobelbank stehen haben, sie ist zwar voll gemüllt, aber Hauptsache, man kommt hier gut überall hin. Ja, das ist auch schon alles weggebrochen. Obwohl das hier würde auch mit dem Weißleim gehen. Hier sieht auch alles sauber aus, also ja. Mit dieser Platte kann man das ein wenig tiefer hinein. Jetzt ist das mal verleimt und hier, das ist dann auch dicht. Das lasse ich jetzt 20 Minuten eingespannt, dann drehe ich es um und so mache ich alle Seiten. Es ist ja nicht so, dass ich keine Arbeit zwischendurch hätte. In der Zwischenzeit schleife ich dieses Brett. Diese Seite ist mit Plastik beklebt gewesen und hier ist alles voll mit diesem Kleber. Das heißt, ich werde zuerst das kaputte Papier jetzt nehmen und wenn der Kleber halbwegs weg ist, werde ich wieder ein neues Papier nehmen. Denn wenn ich jetzt hier mit einem neuen Papier drauf gehen würde, wäre das auch gleich wieder verbiegt. So, auf die Plätze, fertig, los. So sieht das Schleifpapier aus, nach diesem Kleber herunterschleifen von der Plastikfolie, die hier war. Und hier kann man noch erkennen, den Riss leicht. Auf der Rückseite ist hier auch der Riss erkennbar. Hier zeige ich euch jetzt einen guten Trick. Man nimmt den Schlauch herunter, gibt Gas, dann saugt der Schlauch, saugt den Riss aus, lasst den Schlauch herunter, gibt ihn nicht auf die Maschine rauf und dann geht man den Riss mit Leim entlang, ganz dünn und fein, das muss nicht viel sein. So, auch hier in so ein Astloch kann man noch was geben, hier ist ein Riss, da gibt man das hinein, hier ist noch ein größerer Riss, hier auch. So, jetzt sieht die Platte schön aus. Dann geht man her und reibt das mit dem Finger ein. Das dürft ihr aber keinen sagen. Das ist äußerst geheim. Und dann auf der Schleifmaschine unbedingt ein altes Papier, das eigentlich schon zum Wegwerfen ist. Und ohne Absaugung, dann bleibt der Dreck natürlich liegen. Und auf der anderen Seite mache ich dasselbe. Aussaugen. Hier spanne ich es nieder, damit ich mit einer Hand die Kamera halten kann, dass ihr das sehen könnt, diesen Trick, denn reden kann man leicht, aber man will ja was sehen auch. Hier ist ein Riss, das Astloch sollte ich euch auch vorher zeigen. Hier auf dieser Seite ist jetzt gar kein großer Riss mehr, nur dieser eine, der ist schon zu. Hier sieht man das Astloch noch, bisschen Leim, dann reibe ich das so ein. Jetzt sieht man den Leim noch und jetzt gehe ich mit der Schleifmaschine drüber. Jetzt hat sich quasi der Staub hineingelegt auf den Leim. Es ist schon glatt und dicht. Das finde ich ist ein guter Trick. Manchmal hat man im Leben einen Hänger, dann ist man irgendwie ein bisschen negativ eingestellt. Dann ist es wirklich sinnvoll, sich so eine schöne Arbeit zuzulegen. Es erwärmt das Herz mit Freude. Hier im Innenbereich mit dem Heißluftföhn mit 500, 600 Grad das schön herauskratzen. Also wenn einem das nicht Freude und Liebe bringt, dann ist alles zu spät. Wie ein Sommerurlaub ist das.
diese Hitze, man glaubt, man liegt am Strand, der Geruch von dem geschmolzenen Lack ist wie, wenn gerade ein Öltanker frisch untergegangen wäre. Also es kommt wirklich Urlaubsfeeling auf. Ich darf nicht vergessen, es ist Arbeit. So kleine Leisten wie hier, die nehme ich weg, denn das erspart viel Zeit. Brauche ich nicht herumschleifen. Ah, die war auch geleimt. Dieses Eck habe ich jetzt noch zu schleifen mit einem 80er Papier. Rest habe ich schon alles. Dann sehe ich nämlich genau die Fehler, was sind, und die kann ich dann ausbessern. Wenn alles schön geschliffen ist, habe ich da mehr Überblick. Jetzt schleife ich das noch und dann sind noch die Türen und die Fächer an der Reihe. So, und sowas sieht man dann alles. Das hätte man zwar vorher schon gesehen, aber jetzt habe ich hier mehr Überblick. Das werde ich eventuell ausschneiden und hier auch mit der Japansäge und was einleimen und dann bündig hobeln. Dann sieht man von sowas nichts mehr. Aber dazu später mehr. Es ist immer sinnvoll, das Glas zu entfernen, vor allem wenn es so ein schönes Glas ist, wenn das zerbricht. Jetzt habe ich gezittert ein wenig, ich habe das Zittern weggeschnitten, denn das müsst ihr euch ja nicht ansehen. Jetzt werde ich das hier noch abbrennen und dann sind nur noch zwei Fächer. Dann kann ich alles ausflicken, feiner schleifen, kitten, verleimen, Risse, Regeln nachschlagen, wo keine mehr sind oder keine waren, und jetzt würde aber einen Nagel vertragen. Was tue ich mit der Schleifmaschine? Ich brauche den Haarföhn. Los geht's wieder. Jetzt kann ich das ordentlich abbrennen. Bei den Fächern wurde irgendwann mit Nägel oder mit Reißnagel wurde hier was befestigt und etwas wild gearbeitet. Jetzt hat das hier auch Risse. Werde ich mir das herspannen, dass ich arbeiten kann. Wieder mit dem Stemmeisen drücke ich das ein wenig auseinander, dass ich Leim hineinbekomme. Jetzt presse ich das zusammen, dann ist das wieder wie neu. Hier habe ich auch einen Riss festgestellt. So, das gebe ich jetzt Ofennähe, dass es schnell trocken wird. Jetzt schleife ich alles mit 120er Papier nach, mache noch eine Endkontrolle. Diverse Sachen, die ausgeflickt gehören, werde ich noch ausflicken. Dann kann man das ganze Teil eigentlich streichen. Die Frage, die sich stellt, ist: Ist es nicht billiger und einfacher, sich beim IKEA ein Kästchen zu kaufen? Das muss ich ganz klar mit Ja beantworten. Aber ich tue es nicht. Mehr Freude habe ich sicher mit dieser Kredenz. Jetzt beim Restaurieren nicht unbedingt. Farbe entfernen ist nicht gerade lustig. Vielleicht baue ich mir irgendwann so eine kleine Sandstrahlkammer im Keller, also einen geschlossenen Raum mit Plexiglaswand, wo ich durchgreifen kann und dahinter Kredenz oder geschminkte Frauen oder lackierte Möbel ablackieren kann.
Das waren jetzt blöde Vergleiche. Hier ist auch ein Riss in der Rückwand. Leim rauf. Leim hinein reiben. Schauen, ob hier noch was ist. Nein. Jetzt werde ich noch ein paar Mal vorbohren, wo die Nägel schon locker sind. Der Leim ist trocken. Stellenweise, wo ich vermute, dass es nicht gut hält, schraube ich das nieder. Und hier in diesem Bereich, quasi das ist der Deckel oben, die Arbeitsplatte, habe ich ja gesagt, dass hier eine Gratfeder wäre, aber das wurde anscheinend weggeschnitten. Jetzt hat das nur mehr den Halt durch diese Leiste eigentlich. Hier herinnen kommt die Schublade nicht her, jetzt werde ich hier 2, 3 Winkel geben oder eine 2x2 Leiste. Jetzt habe ich mir hier so 2x2 Leisten gerichtet. Die bohre ich größer vor, als der Schraubendurchmesser ist. Somit hat es Platz zum Arbeiten. Also der Schraube würde das Holz nicht gleich aufreißen, sondern er hat etwas Spiel. Und da ja das Holz sowieso überall in die gleiche Richtung geht, also wenn es sich ausdehnt, dehnt sich das und das hier gleichmäßig aus. Somit sollte es nicht schief gehen. Die feine, richtige Lösung ist das natürlich nicht, aber irgendwas muss man machen. Ich habe mich halt für das entschieden. Ich werde hierzu normale Torx-Schrauben nehmen, denn da sieht sowieso keiner rein. In der Mitte kann ich es sogar leimen. Dann hat es hier auf jeden Fall einmal guten Halt. Okay, so kann ich das jetzt gar nicht schrauben. So auch nicht. Plan C, ich habe so eine kleine Ratsche. Mit der geht das. Das sollte meiner Meinung nach reichen. Wie gesagt, nicht die perfekte Lösung, aber besser wie eine neue Platte machen. Vielleicht hat von euch jemand Ideen. Servus, liebe YouTube-Gemeinde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Oder es ist der Schluss vom Video, das wissen wir eigentlich gar nicht. Nadja, weißt das du, ist das der Schluss oder der Anfang? Den werden wir sehen. Okay, ich hoffe, dieses Projekt hat euch gut gefallen. Es ging hoffentlich um Holz, denn wir wissen, Nadja, um was geht es genau in diesem Projekt? Das werden wir sehen. Okay, dann sagen wir Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Und falls das nicht der Schluss des Videos ist und es sollte der Anfang sein, dann sagen wir schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallo, schaut zu jetzt beim Video oder dreht ab, weil es aus ist. Keine Ahnung.